Bischofsfrau. Meine Schafe, meh. Ich bin heute hier, um mit euch eine weitere Bibelstunde zu führen. Denn wie sagte uns die Bibel schon, der Mensch ward nach Gottes Abbild erschaffen. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sehe, denke ich mir, Mann, muss Gott geil gewesen sein. Aber geil sein ist nicht alles im Leben. Das Wichtigste ist, noch geiler zu sein. Nun gut, lasst uns beginnen. Vers 13, Absatz 2. Oh, du scharfer... Oh. Verzeihung. Vers 13, Absatz 3. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Ja, aber jetzt fragen wir uns doch mal, welches Wort war das Wort? Au, war es Jaui? War das Wort Massensonderspektrum mit uns Einsatzkommando? Wir wissen es nicht. Nein, das Wort, was wir suchen, war im. Aber im was? Im Arzt? Im Ausland? Nein, im Recht. Gott sagte uns, wir waren im Recht. Wann sind wir im Recht? Wenn wir die Rechte befolgen. Rechte wie für mich das Zölibat, was bei meinem Aussehen gar nicht leicht ist. Das Zölibat ist eine wahrlich schwere Sünde, wenn man so, wie ich schon sagte, geil ist wie ich. Aber wir haben ja alle unser Bein zu tragen, also lasst uns fortfahren, meine lieben Schafe. Neulich schrieb ich einen Brief nach Rom an den Bischof und wollte ihn bitten, mich zum Papst zu ernennen. Hier ist meine Antwort, ich kenne sie noch selbst nicht. Wir können gespannt sein. Lieber Herr Frau, wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Sie nicht als Bischof empfehlen können, da Sie ein wandelndes Phallus-Symbol verkörpern. Jemand, der eine sexuell aufgeladene Atmosphäre in einem Buddhistenkloster schafft, ist für die Rolle eines Weltvorstehers ungeeignet. Kann ich was dafür, dass ich Eier so groß wie der Kontinent habe? Des Weiteren müssen wir Sie darauf hinweisen, dass diese Affäre mit Taito Klein Sie in diesem Aussehen ein wenig beschindet hat. Er wollte es so. Und deshalb sind Sie abgelehnt. Nun ja, Gott sagt uns, wir sollen verzeihen. Also, Gott, sei gnädig. Oder nein? Espiriti Sancti, wir werden ruhig bleiben. Aber was glauben Sie, bin ich für Sie? Ich bin doch nicht einfach ein Bischof. Ich bin Gottes mobiles Sondereinsatzkommando. Ich reise durch diesen Planeten herum, um euch, ungläubigen Antichristen hier, die Bibel näher zu bringen. Und ihr hört mir nicht mal zu, ihr lacht sogar noch über mich. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von euch. Ich werde jetzt zu Taito gehen, er muss grüßen. Lebt wohl, ihr Ungläubigen!